Hallo zusammen, in dieser kleinen Schnellskizze zeigen wir euch, wie man Figuren unterwegs zeichnet und vielleicht habt ihr auch Lust, Porträts zu zeichnen, dann schaut in unser aktuelles Buch Genial zeichnen, Porträt. Und vielleicht habt ihr auch Lust, etwas Kreatives zu studieren, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen bei unserem Designcampus-akademie.de, dort eine Woche mit Profis zusammenzuarbeiten, um euren perfekten Studiengang herauszufinden. Und hier geht es auch schon sofort los. Es ist wirklich ein ganz kurzes Video. Es geht darum, wie zeichne ich unterwegs, wie schaffe ich es unterwegs zu beobachten, wie Figuren gezeichnet werden und das ist einfach so die coole Art. Das heißt, ich sehe jetzt einfach einen Menschen sitzen, skizziere ganz leicht die Situation auf mit dem lockeren Strich und dann wird das Ganze hier ein bisschen ausgearbeitet und natürlich auch mit einigen Details, also hier, wenn es ums Gesicht nochmal geht, wie sieht es genau aus, was muss ich denn da jetzt alles noch berücksichtigen und so mit wenigen kleinen Handgriffen daraus dann noch die Kleidung. Also Urban Sketching ist eigentlich so der perfekte Begriff dafür, aber auch figürliches Zeichnen, unterwegs zeichnen lernen, das könnt ihr mit uns in unseren Zeichenkursen. Schaut auf jeden Fall vorbei. Da haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten für euch, zum Beispiel online, das Ganze als Online-Zeichenkurs zu absolvieren. Ihr möchtet vielleicht auch bei uns vor Ort zeichnen oder möchtet etwas Kreatives lernen, dann wie zum Beispiel einen Studiengang, kreativen Studiengang, dann natürlich mit unseren Mappen-Vorbereitungskursen. So und hier kleine Details noch einmal. Kleidung, achtet darauf, dass die Skizze immer sehr, sehr locker wirkt. Also man merkt es jetzt hier. Und dadurch, dass der Stift weiter oben gehalten wird, wird es sehr, sehr locker. Und jetzt könnte man sagen, eigentlich fertig. Wir werden jetzt nicht mehr in die Tiefe gehen, nicht mehr skizzieren, machen eigentlich vielleicht noch ein bisschen einen Kontrast dazu. Momentan fehlt da einfach etwas. Ihr habt ja in der Vorschau natürlich schon gesehen, was ich damit meine, eigentlich eine einfache Kontrastfläche im Hintergrund, so wie jetzt hier. Das vielleicht bloß nochmal die Tasse und jetzt einmal ganz kurz den Bereich andeuten, der farbig ausgearbeitet wird und hier dann der Kontrast. Ganz leicht, ganz einfach gemacht. Und die Hintergrundfläche. Das wäre eine ganz schnelle Skizze, die man eigentlich überall machen kann. Und wie man das lernt, wie man das macht, könnt ihr natürlich mit uns zusammenarbeiten unter onlinekurse.akademie.de oder natürlich auch bei uns vor Ort. Bis dahin, hier alle Links nochmal zusammen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis bald, euer Akademie-Team.